Was eine doofe Frage. Dukov hat es am liebsten heiß. Mehr Klamotten sind nicht nötig. Er ist ein lüsterner alter Sack. Der einzige Grund, warum ich mir ihn und seine Bedürfnisse überhaupt antue, ist, dass ich hier sicher bin. Er neigt dazu, zuerst zu schießen und dann zu fragen. Zieh ja keine Waffe in seiner Nähe, sonst knallt er dich sofort ab. Und er ist echt gut. Ich bin mit Waffe reingekommen. Nur zur Info. Heiliger Bimban! So ein Laden würde mir auch gefallen. Du bist ein Schwein, weißt du das? Wieso? Ich bin nur hier, weil ich bei ihm sicher bin. Er ist viel härter, als er aussieht. Ach komm. Allerdings weiß ich nicht, wie lange das noch genug sein wird. Komm mit mir, wenn er so mies ist. Ich werde dich beschützen. Nee. Ich schätze, du musst einfach mit deinen Entscheidungen leben. Hey, das ist mein Leben. Also verpiss dich. Oh, jetzt werd doch nicht böse. Das ist, nun ja, Dukovs Wohnung. Er lebt hier. Er macht nicht viel anderes als trinken und feiern. Alles klar. Ja, tschüss. Und du? Oh, Himmel. Wenn das nicht ein Prachtexemplar von einem Mann ist. Ich bin Fantasia. Wenn du was brauchst, melde dich einfach bei mir. Wer sind sie? Und wieso sind sie in diesem Aufzug? Bezahlt er dich dafür? Er gibt mir ein paar Kronkorken. Also. Aber es ist nicht, was du glaubst. Na? Er kann echt nett sein. Aha. Und wenn es dunkel wird, hat man einen Mordspaß mit ihm. Okay. Tschüss, Schätzchen. Oh, passt. So, lass uns doch mal ein bisschen gucken, wie es hier aussieht. Ne? Ah, klauen dürfen wir nichts. Okay, gut. Das ist ja egal. Aha. Ja. Reichlich viel Gelager. Ich möchte ein Spiel spielen. Aha. Oh. Sind gerade nicht da. Das ist gut. Was? Wieso? Ich habe nur aufgemacht. Ich mache mich aus dem Staub. Was ist passiert? Ah ja, da geht's raus. Da aber auch. Was macht die Musikbox da? Na? Alles gut? Alles gut. Das ist doch schön. Ödland der Hauptstadt? Muss durchgedreht. Das ist hoffnungslos. Was ist denn passiert? Ich hab doch nur die Tür aufgemacht. Nur. Ach, den Stuhl kann ich nutzen. Naja. Naja, besonders ist das hier aber nicht. Aber die Figur ist die werden es. Was? Wieso? Mich geht's. Nicht so nah ran. Ich mach mich aus dem Staub. Yo, auch noch Karma verloren, weil ich diese scheiß Tür aufgemacht habe. Gut, dann lassen wir die Tür zu. Aber wir gehen hier raus. Wir gehen auf der anderen Seite raus. Dachchen! Und es leckt wieder wie Hölle. Das ist irgendwie an der Stadt. Ein Heli. So, F5. Speichern, Karte. Ab nach Megatron. Megaton. Und das Spiel ist natürlich, wie wir es nicht anders kennen, abgestürzt.
ist meine Maus. Ole, 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 ole. Ja, yes. So. Karte. Megatron. Hip. Ich kann's kaum erwarten zu erfahren. Prima. Endlich verfügt die Menschheit über ein Mittel, dieses lästige Ungeziefer ohne Grausamkeiten oder Gewalt zu vertreiben. Ich bringe das zur abschließenden Untersuchung zurück. Hier, nehmen Sie die restlichen Medikamente aus der Testphase. Sie könnten Ihnen nützlich sein. Wieso habe ich Karma verloren? Wir wissen nicht viel über die Meyerlurks und wie gefährlich sie sind. Gott. Da gibt es sicher einiges rauszufinden. Ich frage ungern, aber ich muss die Auswirkungen schwerer physischer Traumata untersuchen. Natürlich kann ich die Probanden danach wiederherstellen. Und das sollte für das zweite Kapitel genügen. Welchen Teil davon wollen Sie überprüfen? Nun, das muss ein wenig warten. Ich schätze, ich kann noch etwas warten. Danke. Ich habe ja schließlich noch viele weitere Projekte, an denen ich arbeiten muss. Kommen Sie aber trotzdem bald wieder und helfen Sie mir. Das ist eine wichtige Angelegenheit. Ja. Später. Viel Spaß da draußen, okay? Schuss. No way, darling. No way. Wir haben anderes zu tun. Und er ward nie wieder gesehen. An dieser Stelle. Korrekt. Warte mal. No way. So. Tod von oben. Wir müssen nach Rockland. Und das hier, weiß ich, raubt der... Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Weil, zeigt er mir nicht an. Ich glaube, das ist defekt. Aber wir wollen den Tod von oben im Rockland-Radio. Rockland-Radio. Ja, bei uns hier in Hessen gibt es ein Rockland-Radio. Ha. So. Was? Weltkarte. Ja, genau. Laufen? Nee. Es spielt sich wie Fallout London anscheinend, oder? Fallout London hat auch so viele Abstürze. Ja. Und warum das Gelenke hier ist, da gibt es ein Add-on, um in den Tunneln nachher, deine Geduld ist bewundernswert. Vielen Dank. Bei Stalker war das auch nicht anders. Es gibt ein Add-on, damit bei den Tunneln unten drunter, hinten der Fix mit den Wänden, mit den weißen Wänden, wenn du richtig in den Tunnel reinguckst, dass das hinten schwarz wird. Das ist ein Fix, weil normalerweise sollte es schwarz werden, aber wenn du im Tunnel bist, ist es nicht so. Funktioniert aber nicht, wenn du draußen bist. Ich habe nämlich gerade ausgemacht. Weil, deswegen geht das hier. So, wo müssen wir denn überhaupt lang? Okay, da sind zwei Sachen, drei Sachen, wo wir hin müssen. Oh Gott, was ein süßes Wäffchen. Die Waffe ist so süß. Oder? Von wegen, es funktioniert, es leckt genauso. Ach, hör doch auf. Let's go!
Karawane zieht weiter, der Sultan hat Dost. Okay, wo müssen wir hin? Warrington Station. Ah ja. Nachtchen. Guten Abend. Guten Abend. Am 12 Uhr Mittag, wieso sagt der Abend? Einen Schlüssel für. Da hinten wird es wieder gekloppt. Herzlich willkommen im Lucky's. Hallo, Lucky. Hallo. Ah, nee, Sammlerin. Was darf's denn sein? Oh. Sicher. Ist ja alles repariert. Ach, verdammt. Ja, tschüss. Tschüss. Hast du einen Schlüssel? Hey, aufpassen, klar? Ja, ja. Hat die gerade gerülpst oder hatte die... Gute Arbeit, 101. Danke fürs Zuhören, Leute. Ich bin... Hallo. Three Dog. Nein! Doch. Wir sind das radiofreie Südland und wir senden nur für euch. Als nächstes eine wichtige Durchsage von allgemeinem Interesse. Hört gut zu, Leute. Ja. Das ist echt wichtig. Hört zu, Leute. Denkt stets daran, eure Waffe gut in Schuss zu halten. Das gilt für Gewehre, Pistolen, Polizeiknüppel, alles. Eine kaputte Waffe tötet genau noch einen Ödland-Idioten. Den mit dem Finger am Abzug. Also seid vernünftig. Besorgt euch die Ersatzteile und macht die Reparaturen, wann immer es möglich ist. Und jetzt etwas Musik. Komm schon. Elektrika Salsa. Mhm, mhm. Best Views on... Oh, kick them. Sperre wird aufgehoben. Da ist wieder ein Spammer im Channel. Geht das wieder los? Wieder eine neue Fats. Aha! Aha! Warte mal, ich muss nachladen. Doch, doch. Regulatoren Staubmantel. Beutehinweis. Was? Öffentliche Bekanntmachung an alle Regulatoren, die sich als rechtmäßige Kopfgeldjäger in Ödland der Hauptstadt verdingen. Hiermit wird bekannt gegeben, dass auf die folgende Person ein Kopfgeld in Höhe von 1000 Kronkorken oder vergleichbares Entgelt in Form aufgewendeter Geräte und ohne medizinischer Kosten ausgesetzt wird. Die Kopfgeldausschreibung erfolgt wegen Verbrechen gegen die braven Bürger des Ödlands der Umstände. Die gesuchte Person gilt als bewaffnet und äußerst gefährlich. Zur Gefangennahme wird nicht geraten. Das Kopfgeld wird bei Nachweis des Todes Kopf ausbezahlt. Nur weil ich die hier da drin jetzt gekillt habe, oder was? Ah, shit. Ah, shit. Yeah.
Was soll's? Komm, wir gucken uns noch den Güterbahnhof an. Was haben wir denn? Ah ja, 20 vor 3. Jetzt kannst du alle umlegen. Naja, theoretisch können wir jetzt eh alle umlegen. Weil das Spiel ist durch. Also, wir müssen uns an nichts mehr halten. Hoppala! Tag! Der Arm ist noch übrig. Der Rest ist fort. Oh. Nee. Nehmen wir nicht mit. Wir brauchen es nicht. So. Jetzt haben wir das auch entdeckt. Oder? Otter. Okay. Jetzt müssen wir da lang. Jetzt ist Karma auch egal. Ja, das stimmt. Jetzt ist Karma auch vollkommen egal. Und da ist jemand. Da sind zwei. Hey! Ach, siehst du, ich hab was vergessen. Da unten kann man noch rein. Aber erst gucken wir mal der Wildnis zu. Ach, deswegen. Was? Lass das. Doch, da läuft er noch. Da ist er. Okay. Geht. So, wir laufen nochmal schneller runter. Ist nicht wahr. Au! So, wo geht's da lang? Boriton Tunnel. Blue Line. Ist das eine Abstoß? Ah.
Halt, Moment. Das ist der andere DLC. Wir haben noch einen DLC. Das ist der hier. Bestimmt. Hab das auf dem Bild gesehen. Bestimmt ist das... Was? Ledergürtel? Nein. Okay, wir müssen. Komm. Was haben wir noch? Jo. Ach, Quatsch! Egal. Gehen wir unsichtbar. Brauchen wir noch Munition? Aufbrechen, F. Mach. Ach, du Scheiße. Wo geht's denn jetzt lang? Ah ne, hier nur rund. Achso. Meine Tür zu! Verseucht es etwas. Au. Westbound. Warrington Station. Okay, was haben wir jetzt gefunden? Nix. Sag mal! Ah ne, explodiert nicht. Gut. Kommst du? Danke. Och, nicht jetzt. Doch jetzt. Gut. Ja. Ja. Hoppala! Wieso haben wir nichts an? The revolution starts here. Wo sind wir denn jetzt? Hey, weg mit den Waffen und rüberkommen. Keine Dummheiten, klar? Oder es hagelt Kugeln. Naja, bestimmt keine Backpfeifen. 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 Dachchen! Darf man hochkommen? Hi. Was machen Sie hier? Es ist hier nicht sicher für Leute wie Sie. Ich bin hier, um Roy Phillips zu sprechen. Ach ja? Erwartet er Sie? Ja. Na dann mal los. Man sollte Roy nicht warten lassen. Er ist recht ungeduldig. Ja. Also Vorsicht. Was machen Sie denn so im Metrotunnel? Ich habe mich mit Roy und seiner nichtsnutzigen Gang herumgetrieben. Roy ist ein bescheuerter Typ, der keine Gefangenen macht.
Er hat von diesem Mistkerl Tenpenny gehört und will uns jetzt in diesen Turm bringen. Dazu heckt er einen Plan aus, um die Gulhasser dort umzubringen. Aha. Ob sie es glauben oder nicht, das hier war mal mein Urlaubsort. Wie fühlt man sich so als Ghul? Ich war nicht immer so. Ich war mal ein verdammter Wissenschaftler. Wir haben großartige Dinge gemacht. Erstaunliche Dinge. Klar mussten Opfer gebracht werden. Einige nahmen Schaden, aber wir haben wirklich Fortschritte gemacht. Bis die verdammten Bomben fielen. Das glaube ich dir. Das Karma ist echt hammerhart. Das sollte man nie vergessen. Ja. Ja, ja. Jeder ist seines Glückes Schmied. Genau. So, wo ist jetzt dein Roy? Wo ist Roy? Wo ist Teufel? Oder sollte ich sagen? Ah. Oh. Da hat was gescheppert gerade. Hallo. Okay. Just in dem Moment. Du wolltest mir helfen. Cool. So, jetzt waren wir auch noch da unten. Haben wir das auch noch gemacht. Ich weiß nicht, ob ich danach direkt mit Fallout 4 weitermache, gell? Ich glaube, ich brauche erstmal was anderes. Wird was. Direkt mit Fallout 4 weitermachen? Oh. Ich weiß ja nicht. Es blinkt schon links unten. Oh, was sehen meine feuchten Augen? Vielleicht was mit Action, ja. Mir die Beine von sich strecken in dem Moment. Komm, wo bist du? Ach, da. Na komm her, Süßer. Nicht gut. Nicht gut. Was ist das? Dunwich-Gebäude. Kommen wir da rein?
Oh, schick. Wie immer, wir gehen natürlich freundlich hierher, ne? Freundlich, freundlich, freundlich. Wer freundlich ist, kommt weiter. Das sieht schon wieder so aus, als würden wir... Ach Gott. Ach du Scheiße. Bock auf Tagebucheinträge? Warum sollte er den ganzen Weg bis hier draußen auf sich nehmen? Papa ist schon länger etwas komisch, aber nicht in dieser Hinsicht. Er hat mich in diesem beschissenen alten Krankenhaus zurückgelassen. Ohne Taschenlampe und ohne mich zu wecken. Ich habe aus den Medizinverkäufen genug rausgeholt, um uns beide für Wochen in der Kolonie zu ernähren. Jetzt habe ich fast keine Rationen mehr. Meine Schuhe sind ziemlich fertig und ich renne immer noch hinter dem alten Spinner Richtung Süden her. Sag mal! Stopp! Er knallt mir hier voll was auf die Nüsse. Hau rein in Krempel. Was nehmen wir denn? Der Alien Blaster, das Gewehr. Warum ist das Plasmagewehr so schlecht? Nehmen wir den Alien Blaster. Komm her. Der ist gut. Wo bist du jetzt? Ah, schon weg. Okay. So, das war dann sonstiges. Nee, Data, Notizen, 1, 2. Vielleicht hätte ich nicht so lange mit seiner Verfolgung warten sollen. Die Spur ist kalt. Ich werde mich eine Weile diesen Typen anschließen. Sie sagen, dass sie in der Gegend umherziehen. Vielleicht hat jemand Papa gesehen. Diese Typen sind nicht so, wie ich dachte. Mein Gott, sie haben diese Familie für einen Sack mit verfaultem Gemüse umgebracht. Sobald ich nicht in Gefahr bin, mir eine Kugel einzufangen, bin ich hier weg. Sind einem Wohnwagen begegnet. Trav hat das Kind nicht gesehen und wurde umgenietet. Ich habe mich um Tawny gekümmert. Und hab Thor eine verpasst. Habe dadurch etwas Essen von den Händlern erhalten. Noch besser, sie haben Papa gesehen. Sah nicht gut aus. Und hat immer noch das gottverdammte Buch. Der Händler sagt, dass es ihm Angst gemacht hat. Mir auch. Ist aber gut zu wissen, dass er noch lebt. Geht immer noch Richtung Süden. Er muss versucht haben, hier zu jagen. Ich erkenne seine Fallen. Am Horizont kann ich ein Gebäude erkennen. Dahin muss er gegangen sein. Wenigstens werde ich heute Nacht ein Dach über dem Kopf haben. Okay. Nein, 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 nein. Dich mache ich ganz bestimmt nicht an. Wo ist denn? Also es gibt da Computer, die man nicht anfassen sollte. Taschen!
Ich wollte dich nicht von der Seite stupsen, aber... Fuck, was sind wir hier? Oh. Was dann passiert? Oh, komm, als ob du das nicht wüsstest. Die mit den Fähnchen dran. Die mit den Fähnchen dran. Die machen das da. Und zwar alle. Haben wir schon Übung drin. Das dauert. Oh, den haben wir entschärft. Was das dauert. Ja, das dauert halt mal. Ich habe keine Ahnung. Wo sind wir hier? Wie komme ich hier wieder raus? Hilfe! Da ging eine Treppe runter. Okay, vielleicht nutzen wir die mal. Alter Schwede. Hilfe! I need a outgang. Da. Ui. Das lassen die ganzen Medis nach. Oh, wir haben die 6 verloren. Wo ist die Nummer 6? Das ist nicht gut. Die Raider haben Spukgeschichten von Zombies in den Ruinen erzählt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Aber so wahr mir Gott helfe, sie sind real. Nicht ganz, wie Thor erzählt hat, aber nah dran. Diese Dinger sehen aus... Ich glaube, sie waren wirklich mal Menschen. What? Yes. Oh je. Hallo? Kommt ihr? Oder kommt ihr hinter mir? Da seid ihr doch. Aua! Da ist noch einer. Komm, Fifi. Komm. Ah, dann bleib halt stehen. Ach, das ist wieder so einer. Da ist noch einer. Rote Zutrittskarte. Her damit. Servus.